Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat Juli 2017. 18. Nee. 14. Wir liegen zurück, also 14. Nein! So weit sind auch wir nicht zurück. So. Gut. Ja. Wir fangen mal einfach mit dem ersten Buch an, bitte. Ja. Und da habe ich doch aber gerade eben erst. Das ist das andere Video gewesen. Das war das andere Video? Ja. Oh, ständig halt bei dir die ollen Déjà-vus mit den Büchern. Das ist echt Wahnsinn. Fear Street. Er aus deinen Ferien des Schreckens. So. Nehmen wir nochmal. Da ist der Stein. Ja. Ein teuflischer Sommer. Das Grauen in der Fear Street kennt keine Ferien. Bedrohliche Schatten verfolgen die Bewohner von Shadyside auf Schritt und Tritt. Am Strand wird ein Mädchen beinahe lebendig begraben. Und die scheinbar perfekte Haushaltshilfe ist nicht halb so unschuldig, wie es auf den ersten Blick aussieht. Schon bald hat sie ein erstes Opfer, denn das Böse lauert überall. Ja, ich wollte schon mal wissen, wie Fear Street so ist. Hatte bis jetzt noch nichts davon gelesen und habe dann bei der Bücherfalle auf dem Rocktreff das Buch gedacht, dann nehme ich das mal mit und könntest du das mal bitte lassen? Ich sitze hier, entschuldige. Was soll denn das jetzt du wieder? Du killerst mich. Wie denn? Meine Hände sind hier. Ja, du hast auch Füße. Füße aus dem Weg. Ah, hey. So, und habe es dann mitgenommen und auch ziemlich gleich demnächst dabei, wie, was? Kurz darauf gelesen. ja, es sind zwei Bücher drin und ich habe dem Ganzen 3,5 Sterne gegeben. Und ja, ich muss es jetzt nicht unbedingt alle lesen, aber wenn mir wieder irgendwas vor die Finger rennt, kann man es ruhig mal mitnehmen. So, das nächste Buch, bitte. Ja, ach man, die Frau mit den unaussprechlichen Namen. Ey. Ich meine, wer nennt sich denn mit Vornamen schon YRSA? Den Nachnamen unbeschreiblich. Jussa Sjögerda Dottir. Geisterfjord, Islandsvilla. Ja. Ja. Ach, Nase zu. Oh. Oh, so. Ich muss mich krank schreiben lassen. Ja. Islands Antwort auf Stieg Larsson. Hallo? Freya beugte sich über den Schreibtisch und schaute durch in den Türspalt. Geht schon wieder los. Im Flur blinkte nur die defekte Deckenlampe. Hallo? Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, als eine vertraute Stimme eine Antwort flüsterte. Eine Stimme, die stets Lebendigkeit, Sanftheit und Fröhlichkeit ausgestrahlt hatte, aber jetzt kalt und totlang. Eine Stimme, die so nah wirkt und gleichzeitig so unendlich weit entfernt wie Papa? Oder Papa? Nein. Ein menschenleeres Dorf im Nordwesten von Island. Drei junge Leute werden in einem maroden Sommerhaus von seltsamen Geräuschen und Erscheinungen Angst und Schrecken versetzt. Und viele Kilometer entfernt in Isjaforsjö, in Klein Kleckersdorf, gibt der Selbstmord einer alten Frau den Behördenrätsel auf. Was haben die unerklärlichen Phänomene miteinander zu tun? Und wie gefährlich ist es, ihnen auf den Grund zu gehen? Gehört in der ersten Riege nordischer Krimi-Autoren. Ein kriminalistischer Naturtalent. Ja, und was sagst du dazu? Also, das Buch hatte Jackie ja auch gelesen und war davon total begeistert. Viele sind von der Autorin sehr begeistert. Ich war jetzt nicht ganz so begeistert und habe dem Ganzen nur 3 Sterne gegeben. Vielleicht war es doch das falsche Buch für mich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Nee. Ging so, ne? Bin aufs nächste Buch gespannt, habe ja jetzt noch eins, wie ihr im letzten Video vielleicht gesehen habt. Bin mal gespannt, ob mir das besser gefällt als dieses. Gefallener Engel. Ja, gut. Dann kommen wir zu meinem absoluten Monatshighlight. Highlight. Ach du lieber Gott. Die Nussknackerbande von Lynne Ray Perkins. Ja. Lynne. Mhm. Aus Lünneburg. Ja. Chit-Chai und Chick-Chick sind dicke Freunde. Dann passiert die Katastrophe. Jet wird von einem Habicht entführt.
Aber die Freunde geben nicht auf. Auf ihrer Suche begegnen sie spielverrückten Eichhörnchen mit grauen Fell und Menschen mit großen Sägen und leckeren Erdnussbutterbroten. Als die beiden Jet wiederfinden, schmieden sie einen mutigen und klugen Plan, um den Wald zu retten. Ja. Gut. Ja. Das ist eine wunderbar süße Geschichte mit vielen, vielen. Mit vielen, vielen tollen Bildern und zwischendurch auch schönen Erklärungen, damit es halt nicht nur eine Geschichte ist, sondern ein bisschen was zum Lernen gibt für die Kiddies. Und eine wunderbar süße Eichhörnchen-Geschichte. Ja, ich fand's toll. Warum Eichhörnchen so buschige Schwänze? Weil sie süß sein sollen. Ah, die steht ja so beschrieben, ja. Bestimmt. So, nächstes Buch. Ja, wen haben wir denn da? Da haben wir Harlan Coben. Kein böser Traum. Coben ist der unangefochtene Meister darin, seine Leser von der ersten Seite anzufesseln. So sagte Dan Brown. Ja, klingt ja schon mal sehr spannend. Hoppa. Mann, da riecht jetzt Setups hier heute. Da kannst du mal sehen, wer ist ein bisschen Sport, ne? Furchtbar. Was Setups, ne? Fettups. Fettups. Platz 1 der englischen Bestsellerliste. Adrenalin pur. Grace Lawson will nur die Schnappschüsse vom letzten Familienausflug durchsehen, als plötzlich ihr ganzes Leben aus dem Fugen gerät. Denn ein Foto passt nicht zu den übrigen. Es scheint vor ungefähr 20 Jahren aufgenommen worden zu sein und zeigt lauter Unbekannte, bis auf eine Person, ihrem Ehemann Jack. Dann verschwindet Jack und bei ihrer verzweifelten Suche nach ihrem Mann scheinen Grace alle Spuren an einen Ort zu führen, den sie nur aus ihren bösen Träumen kennt. Coben erzeugt keine Spannung, er zündet ein Feuerwerk. Puh. Naja, geht so. Ja. Auch von dem Autor sind ganz viele begeistert. Ich weiß nicht, ob irgendwo meine Geschmacksknospen, nein, beim Lesen hat man keine Geschmacksknospen, meine Sinnes... Knospen? Was, wie sagt man denn? Na? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich einen Knall im Kopf, so? Ja. Auf jeden Fall war es jetzt so, ging so. Allerdings die Auflösung des Ganzen fand ich wieder richtig gut gelungen. Deswegen das Ganze noch von mir 3,5 Sterne bekommen hat. Und wegen der Auflösung. Wegen der Auflösung war richtig, richtig gut. Also der Schluss war richtig gut. Aber als andere war so, Larifari, la la la. Das solltest du ab der Hälfte erst lesen. Das reicht doch denn, ne? Weiß ich nicht. Na gut. Eins haben wir noch. Ah, dann ist der Juli geschafft. Fast. Und dann machen wir es weiter, ne? Bitte was? Stefan Wolf, gefährliche Diamanten. Ein Fall für... TKKG. Oh je, meine. Ja. Ist okay. Welche? Ja. Gut. Gefährliche Diamanten. Ein Gangster in der Stadt untergetaucht. Er versteckt sich, denn er wird von allen Seiten gesucht. Seine Kollegen aus der Unterwelt wollen ihn in die Finger bekommen, weil er sie um eine ganz schöne Menge geschmuggelter Diamanten geprellt hat. Die Polizei fandet nach ihm, weil er sich... Fandet? Ja, fandet. Aber sie haben ihn nicht gefunden. Ja, ja. Weil er sich vermutlich mit dem schwarzen Tod infiziert hat. In Genua hat er nämlich mit einem verdächtigen Matrosen Sex gehabt. Der gerade aus einer pestverseuchten Gebiet in Südostasien angekommen war. Als sie auch noch herausstellt, dass der Gauner einem beliebten Lehrer an der Internatsschule übel mitgespielt hat, nimmt Tarzan mit seiner Jane und die TKKG ebenfalls die Spur des Gangsters auf. Aber der schlägt zurück und nimmt Gabi mit ihrer Mutter als Geisel. Na wunderbar, ey. Bist ich doof heute? Gar nicht. Na klar. Gabi und die Mutter gleich mit dir noch. War auf jeden Fall wieder ein sehr gelungener TKKG, man hat von mir 4 Sterne bekommen. Weißt? Ja, ich fand's sehr gut. Es gibt ja auch welche, die nicht ganz so gut sind, aber der war wieder richtig toll. Dann habe ich noch gelesen 65 Seiten von Kalendergirl im ersten Band.
mein Sorgenkind. Ja. Gehen wir gleich mal zur Statistik weiter. Ja. Statistik, ja. Ein bisschen muss sein. Ich habe angefangen mit einem Sub von 723. Ja. Es kamen 11 neue dazu. Ich habe 5 gelesen, 1 aussortiert, macht immer noch ein Plus von 5 und somit einen aktuellen Sub, okay, jetzt ist er nicht mehr aktuell, also ein Endsub in dem Monat von 728. Gelesen Seiten waren es 1488 und jetzt die Jahresstatistik bis dahin. Gelesen Seiten im Jahr 19.466 und gelesene Bücher 65. Ja. Ja. Dann sind wir mal gespannt, was der August bringt. Ne? Den werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Na denn? Bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Ja. Bye, bye.